Kann man die mächtigste Desktop-CPU, den Intel 13900K, eigentlich noch luftkühlen? Ja Leute, gute Frage und das probieren wir heute aus. Dafür verwenden wir den Noctua NHD15. Vorher müssen wir aber mal die CPU einbauen und schauen, ob der Kühler überhaupt aufs Mainboard drauf passt. Also mal rein mit dem 13900 und dann schauen wir mal, ob wir den Kühler montieren können. Der Kühler wiegt mit den zwei Lüftern 1,3 Kilo, das ist einfach abnormal, das Teil. Man muss sogar den Lüfter hier ein bisschen höher setzen, damit sich die RAM-Sticks ausgehen, also ein absolut brutales Teil. Ich hatte ja schon Angst, dass sich irgendwie das Mainboard verbiegt. Und ja, der 13900K kann ja über 52 Watt ziehen, Overclock bis zu 300. Aber die Frage ist trotzdem, braucht man unbedingt eine Wasserkühlung? Und ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Denn erstens mal ist es jetzt in keinem Gehäuse eingebaut, so ein Kühler kostet auch gut Geld in der Größe. Und in Cinebench kratzen wir da an der TJ Maxx von 100 Grad, ich meine, ist im Normalbetrieb eh nicht der Fall. Aber Leute, beim 13900K macht Luftkühlung halt wirklich keinen Sinn.